Für Polizeioberkommissar Gernot und Kollege Stefan ist dies kein Einsatz wie jeder andere. Also die Benachrichtigung von Angehörigen, das ist ein echter Scheißjob. Ja, aber zum Glück wird man ja auf der Polizeischule auch gut drauf vorbereitet, ja? Da könnte ich jedes Mal kotzen. Sogar routinierte Beamte wie Gernot und Stefan zählen das Überbringen von Todesnachrichten zu den psychisch und emotional extrem belastenden Diensteinsätzen. Boah, das stinkt, diese... Ich habe mir doch schon was im Mund gedacht. Nein, das kann da... Guten Tag, Frau Becker. Schönen guten Abend. Wissen Sie, warum wir da sind? Wir bringen Ihnen Ihre Katze wieder zurück. Das Peterle ist wieder aufgetaucht. Wir haben die Katze gefunden. Dürfen wir vielleicht mal kurz reinkommen? Ja. Die beiden Beamten haben die traurige Pflicht, dieser alleinstehenden Dame die Nachricht vom Tod eines treuen Gefährten zu überbringen. So, das ist jetzt allerdings nicht so, wie Sie sich das wahrscheinlich vorstellen, denn das Peterle ist, naja, ist halt überfahren worden. Was? Wir bringen sozusagen nur noch die Reste wieder. Sozusagen nur noch ein Hackepeterle. Aber ja, vielleicht setzen Sie sich doch erstmal hin, wenn es. Ja. Ja, also. Die beiden Beamten müssen jetzt äußerst behutsam und mit Fingerspitzengefühl vorgehen. Wollen Sie das Peterle denn noch mal sehen? Vielleicht. Obwohl, es sieht ja auch eher aus wie ein Pfund gehacktes. Ne? Ich würde vielleicht auch von abraten. Gernot und Stefan versuchen, der älteren Dame beizustehen. Sie müssen sie dabei unterstützen, diese schlimme Nachricht zu verarbeiten. Steht ja schon. Ach, guck mir den mal. Jetzt hören Sie doch mal auf zu schluchzen. Aufs Peterle, ist doch wieder zu Hause. Ja. Die Beamten zeigen als nächstes Perspektiven auf, wie der schwere Verlust überwunden werden kann. Ich stell das Peterle hier zu den Fotoalben. Zu den Familienfotos, hä? Dann haben Sie das Peterle auch immer im Blick. Oh. War das das Peterle, Frau Becker? War das das Peterle, als es noch ganz war? War das das Peterle? Ich stell's hier hin, da ist er im Kreise seiner Angehörigen, ne? Frau Becker, ich hab was für Sie, ich hab was entdeckt. Schauen Sie mal, so eine Art Ersatz-Peterle. Das ist doch auch ganz wund, so als Ersatz. Siehst doch das. Komm jetzt, lass die Frau aber mal das ist doch Schmerz hübsch. Alleine. Und das ist doch... Frau Becker, ich wünsche Ihnen noch einen richtig schönen guten Abend. Am wichtigsten aber ist, trauernde Menschen in ihrem Schmerz nicht allein zu lassen. Also das nächste Mal. Tschüss, Frau Becker. Wiedersehen.